Liebe Freunde, willkommen zurück. So, wir haben jetzt alle unsere Mechs einsatzbereit und der hat schon gezogen. Leichter Mech, kein Ausweichen. Und dann werden wir das mal so machen, dass wir den rausnehmen. Und ja, dass uns der Dragon gar nicht angreifen kann. Mal schauen. Blackjack sollte auf jeden Fall irgendwie ja, sich mehr in Sicherheit bewegen. Ja, jetzt halt, ist ja auf jeden Fall geschützt und auch nicht in der Sichtlinie vom Dragon. Die Frage, ob wir mit ihm ja zuerst ziehen. Also die Wahrscheinlichkeiten, die hier angegeben werden, sind auf jeden Fall hervorragend. Dann machen wir das ruhig so. So. Wir können auch einen Präzisionsschlag ausführen. Schauen, wie sich die Trefferwahrscheinlichkeiten ändern. Okay, teilweise von 80 auf 85% hoch. Ja, wir können hier bei dem Locus auch einfach auf den mittleren Tor so gehen. Ja, okay. Acknowledge. Target eliminated. Okay. Direkt rausgenommen. Krass. Okay. Ich glaube, durch Verletzungen. Der Pilot wurde rausgenommen, oder? Ich glaube, ja. Also durch das Hinfallen ist ja auf jeden Fall noch eine Verletzung entstanden. Und, na gut. Ja, so, jetzt haben wir noch drei Mechs über. Wir können hier eine Sensorerfassung durchführen. Da kann der uns, können wir das immer noch ausnutzen, dass er uns da nicht sieht. Ja. Das passt. Dann gehen wir einmal dorthin. Führen die Sensorerfassung durch. Dann können wir ihn sehen, aber er uns nicht. So. Schauen wir, ob er die Fähigkeit Bollwerk hat. Er hat nur Deckung. 20% weniger Schaden. Wir können Munition sparen. Also, wir können ja halt, wenn wir mit einer Waffe angreifen, haben wir panzerbrechend. Ah, dann ignorieren wir den 20% Verteidigungsbonus. Schadensmäßig kommt das aufs Gleiche hinaus. Wir schießen ja auch mit weniger Munition, mit weniger Raketen, aber wir sparen uns halt die Munition. Ich denke, das ist dann so besser. Und dann haben wir noch Medusa. Und Angriff. Ah! Na ja, gut, aber Bollwerk aktiv im Wald. 40% weniger Schaden. Damage is light. Zweimal ausweichen. Ready for orders. Dann greifen wir erst einmal hier mit der LSR 10. Können auch nach oben gehen. Der sieht uns ja nicht. Okay, dann gehen wir hier ruhig ein bisschen nach oben. Heading out.
So, wir haben Entschlossenheit auf 100%. Also irgendwie werden wir jetzt auf jeden Fall ja, diese Spezialfähigkeiten aktivieren. Entweder einen Präzisionsschlag oder Wachsamkeit. Ja, ich möchte nicht, dass er in den Nahkampf kommt hier. Der könnte richtig wehtun. Good to go. Der Medusa hier, der kann auf jeden Fall nach hinten. Immer noch mit den Raketen angreifen. Wir könnten auch nach vorne, aber dann hinten wahrscheinlich ja, die Langstreckenraketen. Da wären wir zu nah dran. Okay, einmal so. Und jetzt vielleicht der Präzisionsschlag. Mit 15 mal L ist ja mit 30 Raketen. Die Frage ist, auf welches Teil würden wir zielen? Bei Fonson und Dragon möchten wir aber vielleicht auch mehr als einen Schrottteil haben. Aber wenn wir den mittleren Tor so rausnehmen, haben wir nur einen Schrottteil. Linker Tor so. Den sehen wir an. Okay. Maximus. Einmal dein. Und Beamoth kann erst schießen, sich danach noch wegbewegen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. So, wir greifen nur mit der LSR 20 Plus an, um den Wald zu ignorieren. Ohne Angriff. So. Yes, Commander. Präzisionsschlag. Bitte? Nein! Haha! Das ist natürlich bitter jetzt, Leute. Ich wollte natürlich von hier angreifen und mich dann wegbewegen. Das ist ärgerlich, Leute. Wir machen das so und wir bewegen uns dahin. Wir bewegen uns dahin und werden dann die defensive Spezialfähigkeit aktivieren. Wachsamkeit. Da kann man nämlich danach immer noch angreifen. Ja. Bollwerk wird aktiviert, 40% weniger Schaden. Und dann greifen wir mit so viel an, dass wir nicht überhitzen. Wir mit allem angreifen. Wir könnten sogar noch einen Präzisionsschlag durchführen. Ne, das machen wir nicht. So angreifen. Er ist ja 10 zerstört. Jawohl.
Das ist natürlich jetzt im Fernkampf deutlich schwächer. Okay. Ah! Aber Bollwerk aktiviert. Immerhin, ja. Okay. Also hinten ist irgendwas, was uns die ganze Zeit beschießt. Irgendwelche Raketentürme. Und da der uns hier sieht, konnten die hier hinten angreifen. Ah. So. Ah, den kriegen wir nicht filetiert hier. Der mittlere Tor ist schon wieder sehr stark beschädigt. Ready for orders. Ach so, hierüber plus eine Initiative auch. Richtig? Ja. Okay. Jetzt kriegen wir Hitzeprobleme, oder? Wenn wir von hier angreifen und uns danach bewegen. Ohne die AK-2. Wobei die M-Laser, die verursachen ja mehr Hitze. 12 Wärme. Und die AK-2 nur 4 Wärme. Na, dann machen wir lieber einen M-Laser aus. Wir könnten halt jetzt auch einen Präzisionsschlag durchführen. Ne, komm, wir greifen einfach so an. Und dann bewegen wir uns noch weg. Ja, ruhig dahin, dann haben wir den Wald. Es ging jetzt nur wegen der Spezialfähigkeit Spitzenpilot. So, dann haben wir noch Maximus. Ja, wir haben noch alle drei. Wir haben alle vorher angreifen. Hier mit einer LSR-10. Ja, machen wir ruhig. So. Maximus kann wieder den Wald ignorieren. Ja komm, wir machen jetzt einen Präzisionsschlag auf der mittleren Torso. Können wir erst noch mit Medusa angreifen. Er macht mehr Schaden. Ah. Oh, hier sogar mit dem mittleren Laser, okay. Ah, aber der ist ja nur noch 55%. Das gefällt mir nicht. Das sieht gut aus. So, dann sind wir zwar nicht im Wald, aber ist in Ordnung. Und jetzt den Präzisionsschlag. Auf dem mittleren Torso. Okay. Okay. Das ist schlecht. Okay. Meine Güte. Das Problem ist halt, der sieht uns, das heißt, dieser Raketenturm von hinten, der wird dann auch wieder auf uns schießen können. Aber ich auch mal einen Präzisionsschlag auf den mittleren Torso.
Bald wird ignoriert. Linkes Bein zerstört, linker Torso zerstört, linker Arm zerstört, er fällt hin. Minus 1 Initiative, Pilot verletzt. Na, kann er jetzt wieder aufstehen bei Initiative 1. Und wir sind nicht in der Reichweite der Raketentürme, okay. Gut. Ja, wenn wir jetzt den rechten Torso angreifen, damit mit Sicherheit der mittlere Torso auch. Hat er ja nur noch 8 TP, ja. Da würde ich mir gerne von dem 3 Teile einstecken. Aber es wird kaum möglich sein. Ich meine, wir können es versuchen. Wir haben ja sehr viel Glück. Wir ziehen jetzt einfach mal auf den Kopf. Oder auf den... Wo geht die Wahrscheinlichkeit für den mittleren Torso besonders runter? Jetzt sind wir bei 20%, 17%, 18%, 18%. Okay, machen wir es mal so. Ja. So, dann noch die Einrichtung zerstören. Dann sprinten wir mal dahin. Über den Höhenvorteil. Pizza abbauen. Acknowledged. Da wurde kein Netz abgebaut. Heading out. Na gut, dann sprinte ruhig mal. Kein Kontakt. Ja, das ist der Geschützturm, der uns so genervt hat. Na gut, wir sind noch in der Sprintphase. Okay. Dann mal schauen, ob wir hier die Sensorerfassung durchführen können. Scheint schon, oder? Nach der Bewegung. Ja. Ja, jetzt haben wir ja 15. Mhm. So, aber Maximus aktiviert jetzt beide Waffensysteme und dann sind wir denn raus, oder? Ja, nicht ganz. Ah, okay, dann Medusa noch. Target destroyed.
Okay, sprinten. Oh, da hinten ist noch... Eieiei. Mist, Leute. Da war ich jetzt ein bisschen übereifrig. Auf jeden Fall sollten wir hier weiter in den Wäldern bleiben. Und viele Ausweichen aufbauen. Wald nutzen. Eieiei. Okay, dann wieder mit der Sensorerfassung. Yes, Commander. Aber eigentlich müssen wir ja nur die drei hier zerstören. Moment, wenn das reicht. 100, 200. Und da haben wir noch keine Informationen. Nee, okay, dann Ding und Sensorerfassung. Affirmative. Ah, okay. Er kann uns gar nicht erreichen, wenn wir hier nicht blöd stehen. Einmal so. Das ist der Plan. So, dann haben wir noch Medusa mit Doppelziel, mit Multiziel. Das können wir dann auch aktivieren. Ja, das da vorne müsste ja B sein. Dann schießt man mit mehr auf B als auf A. Roger. Waiting for orders. Taking the shot. Good shot, Commander. Enemy structure down. Alle Türme können wir ignorieren. Sehr gut. Dann Maximus. Da sind feindliche Streitkräfte, Kommandant. Halten Sie die Stellung und passen Sie auf Ihre Flanken auf. Er meint wahrscheinlich die Türme. PPK zweimal. Zerstöre die feindliche Verstärkung. Vielleicht sind damit die Türme gemeint. Na ja, gut. Dann nehmen wir jetzt auch die Türme raus. Also zweimal PPK, das ist, ich möchte jetzt hier keine Reparaturphase am Ende der Mission haben. Mit allem hier drauf. Doch noch Max! Oje, Leute. Das ist natürlich blöd jetzt. Okay, das noch ein bisschen entfernt. Und uns von dort auf jeden Fall noch nicht angreifen. Was haben wir da? Schwerer Laser. M-Laser und MG spielen keine Rolle. Der war eigentlich auch kein Problem. Nur hier die PPKs. Dann... Wie viel TP hat er noch? 37. Receiving you. Mal so. Locking in coordinates. I copy.
Oh je, Leute. Ja gut, ja gut. So, aber den müssen wir jetzt noch rausnehmen. 5 TP. What's up, boss? Wir werden... Standing by. Ah, wir haben keinen Multi zählen. Wir haben nur noch Beamers, oder? Medusa haben wir auch noch. Da können wir uns dahin bewegen. Eventuell da unten angreifen. Boah. Okay. Unbekannter Mac und 50 Tonner. Von Multiziel haben wir jetzt nichts. Aber wir können Munition sparen, weil das ist ja übertrieben, wenn wir jetzt hier mit beiden angreifen würden. Okay. That one's gone. Da fallen die einfach über die Flanke ein. Eieiei. Orders. So. Mal so. I copy. Da hinten spielt keine Rolle, richtig? Na, schwerer Laser. Und ich hast ja noch mit dem schweren Laser hier irgendwas verursacht. Aber mit zweimal AK2 kriegen wir ihn noch nicht raus. Ja, kommt. Feuer. Got it. I've been sensor locked. Ah, okay, also er kann doch hier Shadowhawk angreifen, einen Turm. So. Und da ist noch einer. Drei gegnerische Max nochmal. Hoffentlich kriegen wir keine Probleme mit unserer Munition. Hier, Max. Okay, jetzt wird es spannend, Leute. Noch 4 Max. Wie sieht unsere Munition aus? Bei Maximus noch 135 Schuss. Ja. Medusa 105 Schuss. Ganz schlecht, Leute. Ah. Beamoth hat halt Laser eingebaut. Numbers. Wir müssen jetzt viel mit Lasern arbeiten. Munition sparen. Vielleicht auch mit Nahkampfwaffen dann angreifen. Boah, das ist bitter, Leute. Doch mal 4 Max. Das heißt, wir haben dann in Summe 8 Max. Wir müssen uns aus... Wir sollen ja auf jeden Fall sammeln die Verstärkung zerstören. Das ist nicht optional. Das ist schon eher genauso ein markiert wie. Oder ist das ein bisschen kleiner geschrieben? Ist das ein Sekundärziel? Weiß ich nicht. Ich denke, wir müssen beides machen. Wir müssen uns erst ein bisschen nach hinten bewegen. Vielleicht doch eher mit um die Türme kümmern. Aber mit Laser natürlich, nicht mit den Raketen. Die dann hier kommen lassen. Und dann haben wir hier den Höhenvorteil. Schwierig, Leute.
Müssen irgendwie eine Falle stellen. Mit dem Munitionsproblem. Irgendwie einen Nahkampf locken auch. Ich denke, wir müssen das hier rausnehmen und dann könnten wir den hier irgendwie eine Falle stellen. Das wird schwer. Zurückziehen? Nicht zurückhalten, also mit zurückziehen ist wirklich zurückziehen gemeint. Dass wir uns zurückziehen. Nee, das machen wir nicht. Good to go. Nur im äußersten Notfall. So, Vindicator. Das ist die Frage. Machen wir das dann so, dass wir jetzt erst die Türme rausnehmen? Die dürfen uns nicht sehen. Wir können uns mit den PPKs ordentlich beschießen, ja. Hier können wir mit dem schweren Laser angreifen, 85%. Location confirmed. Okay. Erst auf die Türme. Munition sparen. Ah, okay, der geht jetzt hier übers Wasser. Barely hit, Commander. Ah, den ziehen wir zurück. Ganz viele M-Laser, der steht auch im Wasser. Oh, das Mist. Der hat ja dann mit Munition gar nichts am Hut, Leute. Die kann die ganze Zeit durchballern. Hat 800 Panzerung. Dann sind wir auch noch in einem kalten Biom. Tundra-Biom. Wärmetauscher 15% mehr Leistung, aber das ist übel. Das ist übel, Leute. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ich habe echt ganz große Bedenken, ja. Okay. Wappnern. Shadowhawk hat nur LSRs eingebaut und kann eventuell im Nahkampf kämpfen. Oh Mann, ist das bitter. Thank you.
Beamoth kann ja nur angreifen. Aber ob sie 67 Schaden schafft? Ich greife mal nur mit der LSR-5 an. Ein bisschen Unterstützung, weil den Turm möchte ich jetzt natürlich rausnehmen. Ah, nur zweimal AK2. Reicht wahrscheinlich gar nicht, oder? Roger that. Reicht nicht. Copy that. Wir werden das so versuchen. Wir werden die Einrichtung zerstören und dann werden wir uns rückziehen. Mal schauen, wie das funktioniert. Ah. Okay, das sind zwei leichte Mechs. Meine Güte, mit Nahkampf. Yes, Commander. Medusa. Multiziel. Und ja, theoretisch das eine Gebäude rausnehmen und den Turm da hinten. Position confirmed. Wie viel TP hat das Gebäude hier noch? Mal schauen, reicht doch hoffentlich so. Confirm. Er fehlt. okay, da kommen die Raketen noch. Okay, habe ich richtig eingestellt? One less turret. Der bewegt sich hier mit den ganz vielen Lasern. Kann sich angreifen, sehr gut. So, dann haben wir da hinten noch mittleres Gebäude. Die mittleren hatten ja irgendwann 100 TP gehabt. Ah, okay. Die rechte Seite hier ist halt schon problematisch. Aber wenn wir die beide angreifen wollen. Schwierig, Leute, schwierig. Und Beamoth. Könnte da zumindest schon mal mit Lasern angreifen. Das wäre doch was. Hinten schon mal mit Lasern angreifen. Affirmative. So. Zwei von drei. Target eliminated. Sprungdüsen eingesetzt. Light damage, holding firm. So, jetzt hinten halt noch seine Gebäude.
Das ist Harakiri, Leute. Hört mir gar nicht. What's up, Boss? Roger that. Schwerer Laser, mittlerer Laser, LZ-10, alles in Reichweite. Und der Turm hier nochmal genau anschauen. Kann wehtun. Aber wir sind hier im Wald. Bollwerk ist aktiv. Einmal ausweichen. Firing. Leopard inbound, Commander. I'll meet you at the LZ. Wir müssen die Verstärkung nicht zerstören. Okay, wo ist die Evakuierungszone, Leute? Wo ist die Evakuierungszone? Oh Mann. Ja, wir müssen die Verstärkung nicht zerstören, aber ihr seht das Problem. Die stehen halt genau im Weg. Und zurückziehen. Du hast alles gegeben, möchtest du dich wirklich zurückziehen? Rückzug in guter Absicht. Hm. Weiß ich nicht, das überlege ich mir nochmal bis zum nächsten Mal. Schaue ich mir das alles nochmal genau an, wie hier unsere Chancen sind, wie ich die einschätze. Da einigermaßen halt hinzukommen. Ja, die PPK, die kann halt so lange schießen, wie sie will. Okay. Gut, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye, bye.